Felix fragt, sind du und Sarah wieder zusammen? Peace, Leute, was geht ab? Das ist Kelvin. Ich bin's Marvin. Heute gibt's mal wieder ein Mukbang mit Pizza Hut hier am Start. Yes, sind extra eine Stunde gefahren jetzt, also halbe Stunde hin und halbe Stunde zurück, weil in unserer Nähe gibt's gar keinen Pizza Hut. Ja, Mann. Und ja, die Pizza ist so geil, weil die ist so big, Mann, dieses Stück. So eine Pfannenpizza, ne? Ja, so richtig in der Pfanne gebraten, sag ich mal. Und ja, wir haben so gut wie 24 Stunden nichts gegessen. Ja, wir haben quasi gefastet. Damit wir das Mukbang richtig genießen können. Das ist unsere erste Mahlzeit jetzt. Wir haben dazu noch Mozzarella-Sticks und Chicken Wings. Und noch diverse Dips, Sour Cream, alles am Start. Und Barbecue-Dip. Und noch schöne Cola hier am Start. Und das werden wir jetzt verspeisen. Mukbang, Leute, ihr wisst, was das ist, hoffentlich jetzt mittlerweile. Und dabei beantworten wir ein paar Fragen von euch. Und zwar haben wir euch auf Insta gefragt, stellt Fragen für ein Q&A, beziehungsweise für das Mukbang hier. Genau. Und ja, das habt ihr zahlreich gemacht. Und ja, wenn ihr auch mitmachen wollt, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Marfit Kelvin. Dann kriegt ihr immer mit, falls wir mal so Umfragen machen und ihr dann auch eure Fragen stellen könnt. Jetzt ey, ich sterbe gleich. Erstmal diese Pizza hier. Ey, boah. Ah, was hast du für eine Pizza übrigens? Du hast eine Salami-Pizza? Ah, hier, ne? Ich wollte eigentlich die. Ah, wir haben vertauscht. Ja. Da müssen wir mal ehrenhaft kurz tauschen, Leute. So, Pizzen sind jetzt geswitcht. Yes. Und jetzt würde ich mal sagen, ein fettes Stück. Fettes Stück, ich habe hier Salami. Boah, ja, Mann. Okay, lass gönn dir. Digga. Boah. Das ist, ich glaube, Chicken Deluxe heißt das. Da sind Zwiebeln, Paprika. Boah. Auch Salami. Mmh. Oh mein Gott, ist gut, ne? Boah. Das ist so gut, Mann. Wir müssen das kurz genießen. Boah. Ich hab grad so Freude, ne? Mhm. Ey, wie kann einem Essen so Freude bereiten, ne? Das ist krass. Ohne Essen wäre das Leben kein Leben, ne? Mhm. Heute ist auch unser Cheat Day übrigens. Ja. Deswegen gönnen wir uns. Ab und zu muss man sich einfach mal gönnen, so. Muss. Oh, direkt mal von dir probieren, Alter. Gönn dir. Ah, ne, Chicken ist hier drauf noch. Chicken. Mhm. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall Energie, um eure Fragen zu beantworten. Mhm. Okay, Leute, wir fangen an mit den Fragen. Und zwar als erstes, Anuas schreibt, kann ich das Video starten? Yes! Zu machen. Du startest das Video und wir schauen. Omar schreibt, warum lässt ihr euren Bart eigentlich nicht wachsen? Weil wir nicht so Typen sind, die jetzt einen krassen Bart bekommen. Wir kriegen klar so Stoppeln und alles, aber es ist so undefinierbar. Mhm. Da denken wir uns, da kann das direkt weg. Und ja, wir haben nicht so einen gleichmäßigen Bartwuchs auf jeden Fall. Bei mir kommt hier ein bisschen Bart. Aber hier ist dann schon die erste Lücke. Und hier ist alles voller Lücken, also hier brauchst du gar nicht wachsen lassen. Deswegen, also Stoppeln kommt richtig schnell. Also hätte ich Bart, würde der in 3 Tagen jetzt schon, also 3 Tage Bart. Mhm. Weil die Stoppeln kommen immer richtig krass, schon nach einem Tag. Ich muss mich eigentlich jeden Tag rasieren, damit man keine Stoppeln sieht. Aber man sieht trotzdem noch Bartschatten. Ich habe halt so einen starken Bartschatten. Ach so, ja, ja. Also auch wenn alles weg ist, man sieht trotzdem diesen Schatten, weißt du? Ja, ja, genau. Und du hast ein bisschen weniger. Ja, sogar. Bei mir so jeden, ich muss mich jeden zweiten bis dritten rasieren. Also du hast noch weniger Bart. Genau, ich, noch weniger, also ja. Ich brauche gar nichts mit Bart. Also ich könnte hier so ein Bart machen, irgendwann wahrscheinlich. Ja, aber bin ich gar nicht gerade der Typ für. Bin dann auch so einfach, komm, alles weg. Ja, ich mag eher glatt rasiert, dann schatzt er so einen komischen, lückenhaften Bart. Ja, auf dann Krampf. So auf Krampf, ich will einen Bart haben. Bringt auch nichts. Entweder man hat einen schönen Vollbart oder so, dann würde ich das auch machen, aber oder sonst. Lässt es einfach. Wenn man keinen Bart hat, lasst es sein, rasiert euch glatt, so sieht auch geil aus. So, ihr müsst nicht auf Krampf einen Bart haben. Ist so, Mann. Wolf 10 und 8 fragt, trackt ihr eure Kalorien und Makros und wie sieht euer Trainingsplan aus? Also ich tracke meine Kalorien auf jeden Fall. Heute ist ja ein Cheat Day, das ist jetzt ein Freestyle. Aber sonst bin ich aktuell auf 2445 Kalorien. Das reicht mir komplett, weil ich verbrauche einfach nicht viel. Und was war noch die Frage? Trainingsplan, ne? Allgemein, wie es mit dem Training aussieht, würde ich sagen, können wir mal drüber reden. Auf jeden Fall, ja, bei uns jetzt Fitness haben wir jetzt ein bisschen schleifen lassen, die, sagen wir mal, die letzten Monate so ein bisschen. Also wir kamen immer wieder raus, haben einen Monat durchtrainiert und dann kam man wieder raus, weil man krank wurde. Ja. Dann hat man es ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt, ab morgen halt ziehen wir eh wieder durch, weil Sonntag ist jetzt heute mal ein Cheat Day so. Genau, und wir machen immer so Montag, Mittwoch, Freitags, also wenn alles rund läuft nach Plan. Ja, wir gehen 3-mal die Woche trainieren, das reicht für uns, dann ist man auch immer motiviert zu trainieren. Und man hat genug Ruhepausen, der Körper kommt zur Ruhe. Und dazu halt noch gut ernähren, dann passt das, ne? Okay, nächste Frage von Inz. Wie lange habt ihr vor, noch YouTube zu machen? Bis 70. Bis 70, ich schwör. Wenn YouTube, ich weiß ja, wenn es YouTube bis dahin noch gibt, machen wir bis 70 YouTube. Man kann immer die Kamera auspacken und sich abfilmen. Ja, bitte. Also man kann da immer sein Content verändern, so, dann wird es halt irgendwann erwachsener oder sonst was. Aber YouTube kann man immer mitnehmen und machen. Genau, solange YouTube lebt, leben wir auch hier auf YouTube. Und werden unser Leben dokumentieren. Mhm.
Ja, safe. Also so lange wie YouTube überlebt, so lange machen wir YouTube, oder? Wenn YouTube jetzt abkacken würde, wird es wahrscheinlich eine neue Plattform geben. Eine Alternativplattform. Genau. Wie früher gab es Clipfish, mein Video. Würden wir halt da irgendwas machen. Aber wir werden auf jeden Fall immer Videos produzieren. Auch wenn wir jetzt 30 sind, du kannst trotzdem irgendwie, wenn du reisen gehst, das. Ja, selbst also wenn wir 40 sind, wenn wir 50 sind, man kann so, immer sein Leben dokumentieren. Ist so, Mann. Warum nicht? Gibt immer was zu berichten. Genau, weil wir sind damit groß geworden. Irgendwann wird es normal sein so. Ja. Dass jeder, keine Ahnung, ja, nee, das, nicht, dass jeder YouTuber ist, aber dass man, ja, YouTube so, keine Ahnung, ist einfach normal. Also ich finde es jetzt komisch, wenn ich keine Videos produziere. Ich glaube, irgendwann ist das nichts mehr Besonderes. So, ah, du bist YouTuber? Ah, cool. Das ist dann so angesehen wie so ein normaler Job oder so. Mhm. Jetzt ist das ja noch so, boah, bist YouTuber krass. Aber irgendwann ist das vielleicht so normal, weißt du? Ich meine, dass das Dasein YouTuber so angesehen ist. Mhm. YouTube. Dass die Leute wissen, weil wenn du so Älteren sagst, du bist YouTuber, die haben, können damit nichts anfangen. Die sagen, was? So, was machst du? Also wie jetzt so ein Bürojob. Genau, und später sagst du, du bist YouTuber und dann weiß schon jeder Bescheid. Ah, okay, der macht Videos im Internet so. Genau. Weißt du? Aber ich glaube, das wird ein bisschen lange dauern, bis das die Leute raffen, aber... Ja, aber jetzt die Generation wächst ja damit auf, so irgendwann. Okay, das, ja. Wenn also, alle alt sind, dann kennen das ja alle so. Stimmt, die neuen Leute jetzt. Mhm. Ja, stimmt, die Alten checken das nur noch nicht so, aber... Deswegen bin ich mal gespannt, was so Neues kommt noch. Gerade ist ja so am krassesten YouTube und Instagram. Ja. Was kommt noch? Was kommt noch? Oder es wird einfach noch größer, ne? Ja, bin ich richtig gespannt. Also größer wird sowieso, aber was kommt noch so? Da bin ich gespannt. Ben schreibt, warum kommt nicht jeden Tag ein Video? Eigentlich einfach zu beantworten. Also wir versuchen echt jeden Tag zu machen ein Video, aber ja, man schafft es nicht immer. Also das ist echt, also jeden Tag ein Video zu machen ist echt hart, muss man echt sagen. Ja. Auf jeden Fall jeden Tag Videos zu machen ist härter, als es aussieht, weil du brauchst jeden Tag eine neue Idee. Du musst das Video schneiden, dann hochladen an dem Tag. Und ich muss an der Stelle sagen, wir haben keinen Cutter. Wir schneiden die Videos selbst. Also, genau. Wir sind jetzt auch dabei, einen Cutter zu holen. Müssen erstmal einen finden, der auch was drauf hat. Ist nicht so leicht. Da sind wir auch gerade dran. Aber dann geht das auf jeden Fall viel, viel schneller. Mhm. Und du willst ja auch noch normal leben, so. Du willst ja noch dein Fitness machen. Normal halt sich ab und zu mit Freunden treffen oder sonst was. Also wenn du jeden Tag Videos machst, also man hat echt, manchmal denkt man sich so, Alter, man hat gar kein Leben mehr. Man lebt nur noch für die Videos. Wenn man nicht vorproduziert. Mhm. Und bei uns ist das Ding, wir produzieren fast nie vor. Und das ist schnell so ein Teufelskreis. Mhm. Aber wir wollen uns auf jeden Fall einen Cutter besorgen. Zufällig, falls jetzt jemand echt professionelle Videos cutten kann. Jetzt kein Lappen, der jetzt nichts drauf hat, weil das ist auch anstrengend für uns. Wir wollen den nicht immer anlernen, sondern wenn echt einer professionell was drauf hat und auf hohem Niveau viele Videos cutten kann, weil wir Daily-Videos machen wollen, und gerne per Instagram melden oder an die Business-Mail. Aber bitte nur ernst gemeinte Antworten, genau. Alles andere wird ignoriert. Ja. Wäre cool. Arusha schreibt, hattest du jemals eine Freundin über 6 Monate? Hattest du überhaupt eine Freundin in deinem Leben, Alter? Über 6 Monate, ja. Ja, aber ich zähle das nicht als Freundin. Ich hatte so ein Jahr guten Kontakt, sag ich mal. Boah, ich weiß noch zu der Zeit, da warst du richtig in deinem Modus, du hattest richtig die rosa-rote Brille auf. Ich wollte mit dir drehen, du warst nicht mehr erreichbar. Ich habe was gestritten, Alter, die Frau stand da noch daneben so. Ja, da warst du echt im Modus auf jeden Fall. Oh, nochmal. Du wolltest auch nicht mehr Videos drehen, du hast dich nur noch dafür interessiert. Mhm. War so deine erste, mäßig so, ja. Ja, so erste Liebe, kann man sagen. Da hast du die ersten Erfahrungen gemacht mit Freundinnen und so. Mhm. Ansonsten bleibe ich lieber Single, weil man kann ja trotzdem was mit Mädchen starten, aber jetzt halt so beziehungsmäßig, sag ich mal. Ist schwierig, ne? Ist schwierig, weil ich hab auch Angst, dass ich dann mich wieder in dieser Beziehung verliere, dass ich zu viel Zeit in die Beziehung investiere, dass YouTube darunter leidet. Also die müsste eigentlich damit klarkommen, dass du nicht so viel Zeit hast, beziehungsweise, dass du sehr viel aktiv am Video schneidest. Genau, ich habe einfach keine Zeit dafür. So. Ich habe Angst, dass ich dann, für eine Beziehung braucht man einfach Zeit. Ja. Man kann nicht sagen, überleg mal, wir machen Fitness, du musst Videos, du kannst ja aktuell die Videos. Ich will ja in der Beziehung dann 100% am Start sein und nicht dann so 30% und sagen, ja, hier treffen wir uns einmal im Monat so mäßig, weißt du? So funktioniert ja auch keine Beziehung bei mein Hauptfokus ist gerade auf YouTube so. Macht ihr dann auch nicht glücklich. Genau, also vielleicht irgendwann später, so wenn es mit YouTube dann weniger wird, genau. Dann gerne. Ansonsten einfach keine Zeit für eine Freundin so. Ja, Mann, das ist schon zeitaufwendig auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn sie nicht hier wohnt oder sonst was. Mhm. Also. Ich finde auch, Beziehungen müssen irgendwie ein bisschen passen. Also die Menschen müssen dieselben Interessen haben. Die müsste vielleicht auch. Ich könnte jetzt nicht mit einer zusammen sein. Die das erstens gar nicht versteht, was ich hier mache mit YouTube, weißt du? Ja, Mann. Und die ganz andere Interessen hat als ich, weil dann hat man keine Gemeinsamkeiten, man kann über nichts krass so reden. Man muss ja irgendwie so ein Ziel haben, oder? Wäre cool, wenn ich auch selbstständig wäre, zum Beispiel. Genau, das wäre schon mein erster Punkt. Meine Freundin müsste im besten Fall selber selbstständig sein. Jetzt kommt die Bewerbung. Mit die meinen Kopf versteht, was in meinem Kopf abgeht. Weil ich habe ganz andere Gedanken. Die struggle da in ihrem normalen Beruf. Mich juckt das nicht so, was die für Probleme hat. Und die juckt das nicht, was ich für Probleme habe. Deswegen muss man sich da in dem Sinne schon verstehen. Den gleichen Strang ziehen oder in die gleiche Richtung gehen, auf jeden Fall, finde ich. Für eine gute, gesunde Beziehung.
Ja, Mann, das musst du ein bisschen harmonieren, ne? Mhm. Felix fragt, sind du und Sarah wieder zusammen? Wie der mir ja mitbekommen, dass es erstmal ruhig um uns geworden ist. Und ja, auch wir hatten unsere Struggles, also waren jetzt sehr, sehr lange zusammen. Ich finde immer noch, wir sind sehr lange zusammen, ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt erstmal wie so eine Pause euch vorkam, aber wir haben es einfach nicht mehr so, ja, im Internet preisgegeben, keine gemeinsamen Bilder mehr, keine gemeinsamen Posts, sind dann so zurückgetreten. Es war jetzt keine Pause so, sie wohnt immer noch quasi hier und ist auch immer hier gewesen und ist es einfach. Und wir sind immer noch ein Team, halten zusammen. Aber es war einfach so eine verrückte Downphase, es war auch keine Beziehungspause. Wir haben einfach zurückgerudert, alles ruhig angehen gelassen und nicht mehr dieses Social-Media-Kram gepostet, weil wir selber nicht mehr so gerade wussten, war eine Achterbahnfahrt und hatten unsere Phasen. Aber ich würde das alles eher nur so als eine Downphase bezeichnen, so der größte Tiefpunkt. Ja, gibt's ja auch in Beziehungen, das ist, glaube ich, normal. So. Ja, weil das Ding ist, wie lange seid ihr jetzt oder seid ihr zusammen? Ich habe, wir sind sechs Jahre. Boah. Und das Krasse ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wir kamen direkt zusammen. Das war einfach meine erste Freundin, so richtige Freunde. Alles andere war so etwas Kindergarten, aber das war so allem drum und dran eine richtige Freundin. Und ja, also da war ich auch direkt vom Markt weg sozusagen und ich kannte nichts anderes außer sie. Ja, das stimmt, ne? Und dann irgendwann kommt mal dieser Gedanke, so, oh, habe ich was verpasst? Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, so, man hat nichts verpasst, weil sie ist top Frau, also es könnte mir nichts Besseres passieren, bin ich ganz ehrlich. Ja, und ich glaube auch, wenn man eine hat, so, die, wo du weißt, Alter, mit der so kann ich sterben mäßig, dann brauchst du keine anderen. Ja, Mann. Ja, ist doch so. Und das Ding ist einfach so, bevor wir überhaupt einen YouTube-Channel gegründet hatten, also da hatten wir noch nichts mit YouTube zu tun, kam ich schon mit ihr zusammen und das war einfach null oberflächlich. Und heutzutage so, wenn man jemanden kennenlernt, jeder weiß, wer ich bin, so, das ist eh schon oberflächlich und sowas ist ein Luxus, den ich nie wieder haben werde. Und das schätze ich auch so sehr an ihr. Und damals hatte ich auch starke Akne, hatte nicht keine geraden Zähne, da hatte ich auch keine Zahnspange. Also war ziemlich broke, hatte einen broken Job und hab nicht gut verdient und so. Und da waren wir schon ein krasses Team. Und ohne Scheiß, Mann, das ist so einzigartig. Und ich könnte noch tausend Sachen erzählen. Also worauf ich hinaus will, ist, das ist einfach eine Top-Frau, die ich schon seit Kindheit kennengelernt habe. Ja, so keine kann die ersetzen. Wirklich keine kann die ersetzen. Also egal, wer kommt, alles ist oberflächlich. Aber das war nicht oberflächlich, das war einfach so vor dem ganzen YouTube-Kram. Ja, wir sind zusammen und wir waren eigentlich nie auseinander. Es war einfach nur eine Phase. Für die Öffentlichkeit sah es so aus, als wenn wir nicht zusammen sind. Aber wir waren immer zusammen, hat hier immer gewohnt. War vielleicht mal kurz bei ihren Eltern, wo dann eine Down-Phase war. Aber sonst war, hat sie immer hier ganz normal gelebt, gewohnt. Wir haben es einfach noch nicht gepostet. Wir sind ein unzertrennliches Team. Und ja, bald werden wieder auf Posts kommen, ne? Dann seht ihr auch, alles ist cool. Aber ja, so sieht's aus. Viele wussten es nicht. Gino fragt, darf ich dieses Video beenden? Ja, darfst du. Yes, wir sind satt. Also ich bin satt. Bist du satt? Ich bin auf jeden Fall auch satt. Dann würde ich sagen, du beendest das Video. Und damit bis zum nächsten Video. Peace!